Hey, so schnell willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Duel List of the Roses. Ich bin Chesodone of Ive. Und beim letzten Mal lief es ja nicht so dolle, ne? Deswegen versuchen wir das direkt nochmal. Hier in seinem super Todesschloss von Peganus. Pekanus. Ich bin also, Bock auf den Kerl habe ich ja nicht, ne? Ah, wobei, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ich check gleich erstmal, ob der Richter überhaupt das legendäre Schwert tragen darf, ne? Schwert der Legende, er kann es tatsächlich tragen. Gut. Gut, 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 gut. Was? Nee, oder? Was? Wie unfair! Wie unfair! Alter! Alter, was? Einfach sagen, Job ist jetzt für die Runde meiner. Du kleiner Ficker! Alter, was fällt dir ein? Alter, sag mal! Ich bin grad ein bisschen sprachlos! Vor allem an Ort und Stelle zu sagen, Jupp, fuck your shit! Ist jetzt meins! Alter, das ist dreist! Das ist dreist, so anzukommen, Pegasus! Das möchte ich nur noch mal gesagt haben. Alter! Das ist jetzt mein Monster. Tja, deal with it. Alter, der kommt dir jetzt so entgegen und haut dir mit der Keule auf den Schädel. Das ist mir so egal. Du Cartoon-guckender Ficker! Das setzt Dresche. Oh yes, Magic Jammer. Kommt mir sehr gelegen. Somit ist meine Spiegelwand sicher. So, hi. Die reagiert auch auf Bewegung. Und wo ist jetzt mal... Hä? Ach, die reagiert nicht auf Fallen? Ach, shit, nee. Ja, drei Runden erstmal nix von dir, ne? Oh, ey. Pegasus, du verursachst echt Durchfall hier. Sei dir. Du machst mich gerade echt krank. Dann hab wenigstens die Eier und greif an. Alter, du regst mich gerade richtig auf, Dude. Können wir zu zweit spielen, das sei dir. Das können wir zu zweit spielen. Den lieben langen Tag. Spellbinding, fick dich. Ja, das ist nicht mehr so toll, war mit so einem fucking Kraken, der nur 800 Punkte hat. Und ich sag dir noch was, hier. Fuck you. Das Ding ist nicht so toll. Seid ihr jetzt schon? Deine dumme Box, die kann mir mal.
Nö, zieh ab. Dein Kraken ist als nächster dran. Alter. Falls du es nicht gemerkt hast, Pegasus, dich habe ich jetzt gefressen. Deine Scheiße habe ich jetzt gefressen. Das klang falsch. Sorry, das wollte ich nicht so rüberbringen. Alter, was geht mit dem Oktopus hier los? Level 5? Für solche läppischen Werte? Ja, gut. Ich schau dir trotzdem auf die Nase. Das ist mir jetzt so egal, was dein Kraken da für ein LSD-Problem hat. Das will ich jetzt mal in-game sehen. Flackert das Ding dann auch so? Das Ding, ist das eure Art und Weise, Feuer zu animieren? Ich meine, hier, guck mal, das ist Feuer. Das weniger. So. Problem weniger. Okay, okay, okay. Wie lange hält der Bann noch? Noch 2 Runden. Wow. Ich sag dir eins, Pegasus. I'm sick of your shit. Sich einfach jemandes Monster zu krallen und dann zu sagen, jo, ich greif dich damit selber direkt an, weil es neben dir steht. Taktlos, mein Freund. Sehr taktlos. Und du gehst hier lang. Und du kannst erst nächste Runde wieder was tun. Schattenzauber, sehr schön. Sehr, sehr schön. Stell sie sogar hier hin. Falls er meinen Schwertkämpfer angreifen will. Es sei denn, er geht jetzt so darauf los. Das wäre ekel. Nee, okay, danke, danke. Du Arsch, du Arsch. Ich hab was gegen dich, falls du es nicht gemerkt hast. Und da kommt ein Richter genau in deine Richtung. Genau in dein Face. Ich sollte mal, glaube ich, meinen schwarzen Magier nochmal zurückpfeifen. Dankeschön. So. Jetzt wird ein Hühnchen gerupft. Schnauze voll hier. Nivatori. Fettes Chicken. Slam. Und ich bin in deinem Gesicht. Und da kommt der Vollstrecker. Was tut er, meine Freunde? Na, er vollstreckt Sachen. Was erwartet ihr denn anders? So. Noch ein Flammschwertkämpfer? Nee, das wird bestimmt kein Flammschwertkämpfer, weil der kein Hexer ist. Wird das hier was? Ja, Tatsache. Geilen Regenbogenfisch. Oh, der fühlt sich doch bestimmt auf diesem Drogenland hier wie zu Hause. Ja, wie wär's mit Nein? Oh, es ist sogar tatsächlich stärker. Aber nur ein bisschen. Scheiße. Ja, dich kennen wir schon. Dich haben wir schon gesehen, du bist scheiße. Okay, muss jetzt trotzdem vorsichtig sein. Ich hab nicht mehr viele Lebenspunkte. So, was machst du damit? Greifst du mich an? Hä? Hast du den Mumm? Nee, hast du nicht. War mir klar. Das war mir klar. Also so. Alter, du nervst. Du nervst hart. Alter, der Kerl nervt. Der Kerl geht mir richtig auf den Zünder. So, aber das hier sollte funktionieren. Flammender Cerberus? Ja, okay. Alter, jetzt kommt dann halt der Vollstrecker und haut dir gleich auf den Kopf. Ich hab so die Schnauze voll von deiner Scheiße, Pegasus. Na los, come at me. Give me a hug. Manga-Rührern, ja, schön. Manga-Rührei wird das gleich. Heißt sogar hier tatsächlich Manga-Rühran. Oder Ryuran, oder wie man es auch sagen möchte.
Alter, siehst du ekelhafter. Ja, nee. Wow. Entfern bitte deinen LSD-Trip von meinem Fernseher. Dankeschön. Tschüss. Oh, fick dich. Alter, mein Vollstrecker hat echt keine schöne Zeit hier. So, 1800. Ich lass ihn da mal stehen. Ich lass das mal so im Raum. Ja, das sind alles nicht so geile Sachen. Packen wir die da mal hin. Jetzt ist mein Vollstrecker schon wieder gebannt, ey. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich lass das mal lieber so stehen, wie es jetzt gerade ist. War vielleicht ein Fehler, ich weiß es nicht. Okay. Also erstmal das, ja. Jetzt die Frage, was hat er da liegen? Sehr schön, Glück gehabt. Schurkenpuppe. Deine Schurkenpuppe kann mich mal. Bin ich ganz ehrlich, und du kannst mir auch mal, Pegasus. Du nervst. Fischattacke. Jetzt parkt mir mein Fisch die Auffahrt zu. Ich könnte gerade nur geringfügig kotzen. Dich schicke ich auch noch dazu, das ist mir egal. So. Du stehst, dich kann ich nicht bewegen. Wobei, fuck you. Geh mal aus dem Weg. Wäre daraus was geworden, das hätte mich stark verwundert. Ja, aber danke, dass du in die Richtung gehst. Finde ich auch gut. Viele Punkte hast du nicht mehr. Möchte ich nur noch mal so betonen. Nein, nein! Oh Gott! Oh Gott! Der magische Schleier hat mir gerade das Leben gerettet. Alter, der hat mir gerade das Leben gerettet. Ich hätte das verloren. Eieiei. Das hätte ich eiskalt verloren. Weil das wären 1000 Schaden gewesen. Das wäre das Ende. Oh, mein Herz hat gerade einen Sprung gemacht, ey. Einen Sprung, den ich möchte, dass er den nicht nochmal macht. Okay, alles wieder gut. Alles im Lot auf dem Board. Okay. Alles im Kutter mit der Mutter. Okay, so. Da was hinsetzen noch? Gerade nicht. Oh. Schock meines Lebens gerade. Hör doch mal auf, dich wegzubewegen. Und wenn, dann trau dich wenigstens mal anzugreifen, du Weichei. So, wo willst du jetzt hin? Beide Seiten bestehen aus Schmerzen. Ich hab die Schnauze voll von deiner Scheiße, Pegasus. So, was hast du da? Nichts, geil. Da möchte ich so betonen, dann war's das jetzt für dich. Da möchte ich betonen, dass ich dich nicht mag. Da möchte ich betonen, dass dieser Kampfstier dir jetzt den Arsch einpieksen wird. Ende im Gelände. Alter Pegasus, du Arsch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Magischer Schleier hat mir hier nur echtes Leben gerettet, aber komplett.
Okay. Und das Megamorph zwischen. Megamorph! Megamorph! Roffelkopter! Und Picuribox! Alter, geiler Loot! Geile Sache das! Megamorph ist stark! So. Na, was sagst du? Du machst Witze, ich verlor niemals. Und nein, du bist vielleicht sogar stärker als Zetto. Das hat mir gefallen, ich hab viel von dir gelernt. Du hast so ein Spiel wunderbar bewirkt. Ja, leider keine. Tut mir leid. Ernsthaft, du hast keine? Du Arschnudel? Oh, alter Pegasus, ne? Ishtar, sehr schön. Die hat auch schon wieder so geringe Deckkosten, ey, die Nuss. Gegen dich könnte ich noch so kämpfen. Du hast. Da muss ich wenigstens mein Deck nicht umschrauben. Das würde ich, glaube ich, sogar eher machen. Ich würde erst gegen ihn kämpfen, weil ich meine Deckkosten da nicht so sehr verändern muss. Und dann gegen Bones und den anderen Typen da. Natürlich immer noch nicht. Megawandler. Kostet 15. Das ist irgendwo. Okay, es ist ein Boost für jedes Monster. Ich weiß genau, welche Karte ich dafür rausnehme. Okay, Mega-Wandler wurde hier arg genervt. Also. Stark gegen Gebiet Trickwelt. 43 für 2300? Nett. Sehr nett. Jetzt ist nur die Frage. Wir kümmern uns ja zuerst jetzt um den anderen Schniedel da. Ich glaube, du... Nee, dich brauche ich noch für Fusion. Dich brauche ich eigentlich auch. Das sind jetzt immer die ganzen, wo ich für Fusion brauche. Du kannst einmal raus. Dafür nehme ich Bikuribox rein. Weil für den Labyrinth-Fuzzi will ich dann doch ein bisschen mehr auf Lager haben. Weil Ishtar hat 800 irgendwas gehabt und Bones irgendwas mit 700 schon wieder. Das heißt, bei Bones muss ich sowieso um einiges runterfahren. Ja, super. Ich 16. Weißt du, du darfst nicht mehr haben als deinen Gegner. Aber er darf? Diese Regel beißt sich. Nur mal so. So eine Scheiße. Gut, wen nehmen wir denn dafür raus? Meister und Experte packen dafür einen Griegel, nee. Ah, 15 für Megawandler, das ist gar nicht mal so unschlecht. Muss doch irgendwo. Und ich nehme Raupi. Am Ende ist Raupi voll OP. So, nehmen wir eine falsche Falle rein, mein Gott. Wir werden die nachher sowieso zuhauf reinnehmen müssen, weil wir es nicht anders können. Das wird sowieso ein Spaß. Gleich dann nachher wieder das Deck umstellen. Also das hätte ich mir gewünscht, dass sie es anders gemacht hätten. 861 und wie viel war Bones? 700 irgendwas? 795. Ja, das ist beides eklig. Das heißt, das nächste Mal kümmern wir uns um den Penner hier. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Nee.